sportlich, der Hintergrund des zum dritten Mal stattfindenden SC-Balls in Bruck an der Mur. Der 1921 gegründete Sportverein, damals noch unter dem Namen AAC, wurde erst 1952 in SC umgetauft. Und mit den Vereinsfarben Blau-Gelb hat der Verein den fußballbegeisterten Fans so manch aufregende und spannende Situation beschert. Bereits beim Eingang war das Hauptthema Fußball und die Erwartungen in die neue Saison ist dementsprechend groß. Ja, findet heuer das dritte Mal statt im SC-Ball. Heuer spielen erstmal die Sundays. Es kommen sehr viele Sportler. Es wird sicher ein tolles Rahmenprogramm. Wir haben eine tolle Verlosung dann mit tollen Preisen. Wir haben eine Disco auch im Programm und hoffen, dass wirklich viele Leute kommen. Auch der Ehrenpräsident des SC Bruck ist heute beim SC-Ball. Wahrscheinlich sehr viel Freude, wenn man zu seiner Veranstaltung kommt. Natürlich. Es ist heuer der dritte Ball. Wir haben uns vor 3 Jahren gesagt, wir probieren es einfach, einen kleinen, feinen Ball zu veranstalten, wo man sich wirklich unterhalten kann, auch die dementsprechende Musik jedes Mal dazu. Und ich bin überzeugt, wir sind heuer wieder ausverkauft. Also ich bin überzeugt, es wird eine sehr, sehr schöne Ballnacht. Für wen macht man den Ball? Will man damit auch ein bisschen Danke an die Sportler sagen? Erstens das und zweitens der Reingewinn wird natürlich für den Fußballbetrieb hergenommen. Das heißt für die Jugendarbeit in erster Linie. Ja, auch Brucks Bürgermeister ist beim SC-Ball. Ich glaube, Bruck kann ja doch auf eine sehr sportliche Stadt zurückblicken. Das ist es. Und der SC ist ja wirklich einer unserer Traditionsvereine mit einer unglaublich regen Arbeit mit Kindern in den Schulen, mit der Kampfmannschaft, die sehr, sehr gut unterwegs ist. Und heute die Sanders spielen beim Ball. Ehrlicher Fußball, ehrliche Musik. Wird ganz sicher ein schöner Abend. Und diese ehrliche Musik kam von den Sundays, die neben dem Heimvorteil auch auf eine bereits langjährige Erfahrung hinweisen können. Für die Musiker war es sicher eine Ehre, mit ihrer Musik durch den Abend führen zu dürfen. Ja, es ist eine große Verbindung da zwischen Sport und Musik. Denn Musik ist ja auch eine sehr anstrengende Art und Weise, jemand anderen etwas zu bieten und zu bringen, was den Leuten Freude macht. So ist es auch beim Sport. Da muss man ja auch den Leuten Freude machen. Und da sind wir natürlich sehr stark in Verbindung und froh, dass wir wieder hier beim SC-Ball musizieren dürfen. Ein feiner, kleiner Ball. So wie wir uns das vorgestellt haben, das erste Mal. Der Ehrenpräsident Bernd Rosenberger und Bürgermeister Peter Koch, der zugleich Präsident des SC Bruck ist, eröffneten den Ball und mit Alles Walzer konnten die vielen Tanzhungrigen letztendlich das Parkett stürmen. Meine Damen und Herren, jetzt sagen wir Alles Walzer. Wenn man so einen Ball veranstaltet, ist es wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit. Als Ehrenamtliche, wie schaut denn das aus, die Vorbereitungszeit, wann fängt man an? Ja, man fängt eigentlich doch schon relativ früh an. Da muss man den Bruno Rabel danken, der hat das wirklich wieder super inszeniert. Und mir freut es wirklich, dass wir heuer das dritte Mal den Ball machen können. Im Sport gibt es ja eigentlich immer diese Auf und Abs. Wie zufrieden ist der Präsident mit den Leistungen des SC Bruck? Beziehungsweise haben sich die Sportler das verdient, so einen schönen Ball heute zu bekommen? Sie kommen alle geschlossen her. Beide Kampfmannschaften sind eingeladen und es sind schon fast alle hier. Wir sind heuer so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Immerhin ist die erste Kampfmannschaft mit 3 Punkten Rückstand auf dem 6. Tabellenplatz in der höchsten steirischen Liga, in der Landesliga. Und auch die zweite Kampfmannschaft spielt in der Unterliga das erste Jahr hervorragend mit. Also ich bin sportlich sehr, sehr zufrieden. Diese Saison so ein bisschen einmal jetzt zu starten mit einem Ball und schön gemütlich zusammenzusitzen, haben Sie sich verdient, auch wegen Ihrer Leistungen in der bisherigen Saison.
Schnapsen schon seit jeher. Ein beliebter Zeitvertreib, der vor allem in Bayern sowie Österreich weit verbreitet ist. Der Name Schnapsen leitet sich von Schnappen, das heißt mit Trumpfstechen ab. In Bruck veranstaltete der Sparverein zusammen mit dem Vespa-Club Bruck ein Turnier, bei dem es um das Schnappen vieler Punkte ging. Wie vertraut sind eigentlich Vespa und Schnapsen? Das ist überhaupt kein Problem. Wir kennen uns da eh fast alle untereinander. Und das ist eine Gaude, wenn man da zusammenkommt. Und Schnapsen ist ja eine Herausforderung, muss man ein bisschen denken. Und wenn man einen passenden Kartenklick hat, dann kann man sogar gewinnen. Gibt es da eigentlich spezielle Regeln? Ja, die Regeln sind ja ganz einfach. Mit 33 ist man draußen und mit 66 hat man genug. Da soll man natürlich nicht weiterspielen. Aber wir haben da heute fast alles A-Liga-Spieler. Die kennen alle die Regeln in- und auswendig. Was ist denn so das Wichtige mit Schnapsen? Glück oder Können? Das meiste ist einmal das Glück. Ich würde sagen 90% Glück, 10% Können. Ja, das ist das. Also danke, Peter, dass du das immer veranstaltest. Vespa-Club, Peter Harrer, super. Ja, da haben wir heute fast alles A-Liga-Spieler, gerade halber gesagt. Alles gute Schnapser da, die haben schon einige Preisschnapsen gewonnen. Insgesamt sind wir heute 42 Schnapser, fast alles A-Liga-Spieler. Die haben schon einige Turniere gewonnen. Da geht es hart auf hart. Und es gibt ja dann auch schöne Preise zu gewinnen. Ja, die ersten drei Preise sind Geldpreise und bis zum 30. Preis sind Warenpreise da. Und da bedanken wir uns recht herzlich für die Warenpreise bei den Firmen. Und wenn man heute mit dem Schnapsen beginnt, gibt es ja schon wieder neue Turniere, die ja schon wieder in Aussicht sind. So ist es. Am 15. Februar hat der Ravel Brunner am Tennisstübel draußen ein Preisschnapsen. Tolle Preisgelder, 300, 200, 100 Euro ausgesetzt und natürlich auch super Warenpreise. Das muss man sich merken, 15. Februar, da muss man einfach dabei sein. Beginn 14.30 Uhr. Herz ist Trumpf oder ich trau zu, weil ich bald genug hab, sind nicht nur musikalische Phrasen heimischer Interpreten, sondern man hörte sie an diesem Nachmittag immer wieder von den Spielern. Überwacht wurde das Turnier vom Spielleiter Peter Schlagbauer, der aufs Genaueste darauf achtete, dass alles rechtens ablief. Ich verwende den Computer. Die Regeln sind, dass du 5 Leben hast und wenn du das Spiel verlierst, gibst du ein Leben ab. Und wenn es dann aus ist, dann musst du nach Hause gehen oder kannst auch bleiben, wenn du trinkst, aber dann kannst du nicht mehr weiterspielen. In welcher Altersgruppe sind denn die Leute da so teilnehmen? Du, heute jüngste 20 und nach oben hin keine Grenze. Ich glaube, ein Pensionist ist da mit 75. Also für Schnapsen gibt es kein bestimmtes Alter. Und wie man sieht, sind die Frauen da auch stark gekommen? Heute sind sehr viele da, überraschend, weil es doch nicht die Domäne der Frauen ist, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ein paar mitmachen. Grundsätzlich kann sich ein jeder anmelden, wir schreiben es aus oder ein Verein schreibt es aus, dann meldest du dich an, dann werden die Regeln verlesen, so ist das Startgeld und da gibt es schöne Preise zu gewinnen. Ich glaube, es ist ja nicht nur jetzt zu Hause immer das Schnapsen, sondern die Turniere nehmen ja ständig zu. Ja, heute ist die zweite Serie aus 4, also kann man sagen Halbzeit. Wir machen eine schöne große Schlussveranstaltung. Der Bürgermeister, der Peter Koch, sponsert den Hauptpreis am 14. März und das wird eine super Geschichte, das super Finale von Bruck an der Mur. Und wo findet das Finale statt? Wieder hier in der Sektion Grabenfeld, Sparverein Sektion Grabenfeld, hier Nachmittag um 14 Uhr. Aber es ist wie gesagt ein Einladungsturnier, man muss sich das verdienen.